Hallo Food-Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Sweet and Salty, back in action. Mit einem Drink heute. Monte Drink von Zott. Ihr kennt bestimmt die Monte, diese kleinen Joghurt. Die schmecken super, denke ich. Ich glaube, die haben auch ein Milchschnitte-Klon. Ich glaube, das ist auch von denen. Genau, und ich habe die heute im Penny gesehen. Preis war 1,29, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Für vier Stück, also ein vierer Pack. Und mal ja. Also Milcherzeugnis mit Schoko und Haselnuss. Ultra, oh ja, Milch, Magermilch und so weiter. Könnt ihr euch durchlesen. Nährwerte. Pro 100 Milliliter 83 Kalorien. Ein bisschen Fett. 10 Gramm, 10% Zucker. Ja. Und Calcium steht da. Mhm. Vor dem Öffnen gut schütteln. Da, dann schütteln wir mal. Glas hier. Machen wir es mal auf. So. Sniff-Test. Ja, riecht nach diesem Monte-Joghurt gleich. Gutes Zeichen. Und mal sehen. Von der Konsistenz und Farbe. Auch sehr cremig sieht es aus. Ein bisschen. So. Also. Kann man ein bisschen schwer sehen jetzt, aber sehr cremig und ja, so na, hellbraun. Also. Prost. Mhm. Also, vom Geschmack her, also wenn ihr diese Monte kleine Joghurts kennt, schmeckt genauso wie die Füllung, also nicht das Weiße vom Joghurt, sondern die braune Füllung, die Haselnussfüllung, schmeckt genauso und das ist auch gut, also schmeckt super eigentlich. Wer Monte mag, der wird es lieben. Sehr cremige Konsistenz. Also nicht so wässrig. Wie viel Haselnuss ist da drin? Haselnussmark 0,7. Naja, okay. Naja, auf jeden Fall hat mir jetzt gefallen. So eine 8, 8,5 aus 10 Punkten. Sehr gut. Und das war's dann auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.